Ein verändertes Immunsystem ist häufig auch mit Allergien verbunden. Welche allergischen Krankheiten gibt es? Allergien sind häufig. Etwa 20-30% der Bevölkerung sind davon betroffen. Zu den häufigsten allergischen Krankheiten zählen Heuschnupfen, Asthma, Anaphylaxie, also der Allergieschock, Nahrungsmittelallergie, Arzneimittelallergie, Insektengiftallergie, Neurodermitis, allergisches Kontaktekzem und Nesselfieber. Manche Patientinnen und Patienten haben aufgrund ihrer Allergien nur leichte Beschwerden, manche aber auch schwere oder zunehmende Beschwerden. Deshalb sollten Allergien auf jeden Fall ernst genommen werden.